Stell dir mal vor, er wäre derjenige, der diese LGBTQ-Cover aufgeblasen hat, sozusagen, also hingestellt hat. Ich führe mal eine Konversation zur Zeit. Du machst es kaputt und tust es verbrennen. Oder am besten verbrennen und danach stecke ich deinen Kopf in dieses Feuer rein, dass du mit drin verbrennst, Bruder. Also, es ist ja für schwule Moslems, ne? Ja, aber ich würde sagen, es ist ehrlich schon respektlos und sowas macht man ehrlich nicht. Es steht auch in der Bibel, man soll am liebsten nicht schwul sein. Also, das ist echt eine sehr große Sünde. Gott hat uns erschaffen, damit Frauen und Männer sich mehren können. Genau. Und nicht, dass Jungs und Jungs sich jetzt, sag ich mal, mehr. Ach, egal. Stell dir mal vor, er ist derjenige, der diese Kamera aufgestellt hat. Was würdest du zu ihm sagen? Curfew. Aber in Deutschland ist ja angeblich Meinungsfreiheit, also man darf nicht dagegen machen. Die Kaaba ist eine Pilgerstätte, die heilig ist für die Muslime. Und einfach in einer anderen Stadt eine hinzustellen mit der LGBTQ ist halt sehr respektlos. Es wird ja auch nicht geduldet im Islam. Der Prophet hat ja auch gesagt, dass es nicht geht. Und Männerliebe und Frauenliebe, es geht nicht.